Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einem neuen Angespielt-Video. Und ja, wie man unschwer erkennen kann, ist es heute mal etwas anderes. Und zwar, ist klar, Vene Vene Vice. Und zwar Total War Arena, ein Closed Beta, oder gerade aktuell in der Closed Beta. Die NDA wurde vor ein paar Tagen aufgehoben und deswegen habe ich mir jetzt eigentlich vorgenommen, mal ein Video zu machen. Bin leider noch nicht dazu gekommen, aber hab's ja jetzt geschafft. Und ja, wie man sehen kann, ist es ein Multiplayer-Titel. Ein Multiplayer-Total War-Kampftitel, ja. Man kennt ja aus dem Single, aus den normalen Total War-Teilen, kennt man ja wohl die, die Kampfetappen, die Kampfszenen, und das ist halt das im Multiplayer. Jeder Spieler, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler da gegeneinander spielen, ich denke mal so, ich meine 10 wären es gewesen. 10 Spieler auf beiden Seiten. Und diese kämpfen natürlich gegeneinander, jeder hat seine 3 Armeen. Man kann, meine ich, aber sogar mehr haben. Wobei ich mich da auch gerade nicht festlegen kann. Ich bin leider sehr... Das weiß ich gerade nicht. Ich habe es schon ein bisschen... Ich habe schon mehrmals gespielt. Ich zock es halt mehr immer so ein bisschen zwischendurch. Und habe eigentlich sehr viel Spaß daran, weil halt Total War cool ist. Und dazu halt noch sei... Und ich bin mir ganz sicher, dass das jeder nur 3 Armeen haben kann. Und ich finde es halt richtig cool, weil halt jeder seine Armee da hat und das ist halt alles so ein bisschen, ich sag mal, I am Caesar. Okay. Ich werde jetzt einfach mal hier die Leute angreifen, in der Hoffnung, dass, okay, nein, das hat leider nichts gebracht, weil die weggerannt sind. Ich zock halt heute eine Runde und schau halt mal, wie lange ich, brauche, wie lange die geht, diese Runde. Und, ja, dann werde ich euch nachher noch ein bisschen die Werttabellen, das Skillsystem zeigen. Und, ja, dann wäre es eigentlich auch schon gewesen für diese Folge. Gut, diese Folge wird vielleicht ein bisschen länger, aber hey, naja gut. So, man kann halt sehen hier die die Stärken werden hier halt angezeigt, wenn man jemanden trifft, und es gibt auch, meine ich, sogar Friendly Fire, wobei ich da ehrlich gesagt, habe ich schon mit meinem Kumpel drüber geredet, als ich ihm das gezeigt habe. Man kann halt ehrlich gesagt nicht sehen, wenn Friendly Fire ist, ob das jetzt Friendly Fire ist und der Gegner, der Freund Schaden bekommt, oder ist es Friendly Fire und der bekommt keinen Schaden und das wird nur einfach nur angezeigt. Ja, das ist mir noch so ein bisschen unschlüssig, aber ja, ne? For room. So, und ich werde einfach mal schießen, in der Hoffnung, dass ich ordentlich Kills mache. Denn entweder es, man kann halt die Base von den Gegnern einnehmen. Unsere ist, Moment, wo ist die jetzt? Hier ist unsere Base. Das ist unsere Base. Und wo sind meine Leute? Wo sind meine... sind da mittendrin. Das sollten sie eigentlich nicht sein. Also entweder man nimmt halt die gegnerische Base ein oder man tötet natürlich die Gegner. Oder man hat dann als am Ende dieser ganzen dieser Runde, wenn die Zeit abläuft, hat die größere Armee noch übrig. Das kann halt auch ein Gewinngrund sein. Und ich denke, ich sollte mal hier runterrennen. Weil, oh Gott, ja, ich sollte mich gerade mal sehr schnell verpissen.
das wollte ich eigentlich jetzt nicht sagen. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber die Gegner rulen gerade ein bisschen. No? Sehe ich. Oh shit, oh shit, oh fuck. Sie drängen uns gerade irgendwie alle so ein bisschen zurück. Oh fuck, ich krieg gerade richtig Schaden. Ich sollte echt ein bisschen zurückrennen. Okay, erstmal hier in ein Gebüsch rein. Und dann kann ich immer noch gleich hier so ein bisschen attacken. I am Caesar. Das finde ich halt richtig geil, ey. So, und dann werde ich einfach mal hier Mikt helfen, die anzugreifen. Nicht du, nicht du. Nein, nicht ihr. Ihr bleibt schön da drin. Und ich weiß halt echt nicht, ob ich Kills mache dadurch. Aber ja. Das ist halt nur so etwas, was ich, was man ganz gut wissen soll, könnte. Oh scheiße, ich werde angegriffen. Ich sollte zurückgehen. Shit. Da sind Armbrustschützen. Das ist halt so ein bisschen doof, wenn man Low-Level ist. Die anderen haben halt viel bessere, sag ich mal, Armeen. Ja, man kann halt aufskillen und man hat irgendwann sogar Onagas, also diese riesen Geschütze, die Steine werfen. Ja, die kann man auch nachher nehmen und dann wirft man über die ganze Map einfach Zeug. Diese Steine, das ist sowas von abnormal. Veni, Vidi, Vici. Okay. Und ja, das ist halt, habe ich gerade schon gesagt, das ist schon ziemlich heftig, wenn das passiert. Und eigentlich, was mache ich hier? Ich stehe hier einfach nur rum. Meine Armeen sind gleich beide tot, weil ich hier nichts mache. Das ist irgendwie so ein bisschen doof. Nee. Ich gehe mal hier hinter. Wir werden gerade echt ziemlich gepusht. Man sieht halt irgendwie, diese Armeen, also die Gegner, die haben aber auch ehrlich gesagt viel bessere, haben gerade auch echt viel bessere Armeen. Das. Aber guckt euch diese Masse an. Das ist. Ach du Scheiße. Das ist krass. Oh Scheiße. Oh fuck. Ja, jetzt habe ich verkackt. Ja, meine Nahkämpfer sind gerade leider nicht so schnell. Die könnten eigentlich ein bisschen schneller sein, aber wollen sie, glaube ich, nicht. Deswegen versuche ich jetzt einfach hier mal zu rennen. Ach nee, warte, das hier ist unsere Base. Mein Gott, wie komme ich denn darauf, dass das hier unsere Base sein soll? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall pushen die uns gerade richtig hart. Und ich hoffe, wir können die noch irgendwie gerade einholen. Weil das ist gerade echt nicht schön, was hier passiert. Und das Spiel sieht leider noch nicht so gut aus. Finde ich jetzt. Es könnte auf jeden Fall besser sein. Und mir fehlt leider auch die Action-Cam. Ja, die es in normalen Total War gibt. Ja, die gibt es hier leider nicht. Das ist ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Denn sowas, die hätte ich mir doch leider noch gewünscht. Eine schöne und gute Cam. Und ich helfe denen mal hier. Wird wahrscheinlich nicht mehr sehr viel bringen, aber ich helfe denen einfach mal. Einfach um ein bisschen zu helfen. Aber ich werde sowieso verlieren. Obwohl, kann es sogar sein, dass das die gleichen... Naja. So. Gut, jetzt kommen hier natürlich die fetten Gegner. Die ich natürlich hier gerade nicht fertig machen kann. Veni, Vidi, Vici. Und, ich glaube echt, dass ich hier gerade sterbe. Komm, ich muss doch hier so ein bisschen Schaden wenigstens machen. Das kann doch nicht sein.
Okay, vielleicht ich. Vielleicht die. Oh, fuck. Nein. Okay, ich bin tot. Das, ist klar. Ich könnte nochmal hier wegrennen, los. Aber ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, das hat keinen Sinn mehr. Komm, töte ich vielleicht hier noch so ein paar. Ja. Habe ich wenigstens noch etwas, Sinnvolles getan in dieser Runde. Das ist halt wahrscheinlich... Oh, fuck, jetzt werde ich von hier flankiert. Das ist halt das Doofe. Man kann sich halt sehr schlecht mit den, mit seinen Verbündeten kommunizieren. Es gibt halt diesen Chat, den ich jetzt gerade, keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe. Aber leider, ja, ist halt irgendwie, so ein bisschen doof. Aber ich werde jetzt mal eben noch die 4 Minuten, werde ich jetzt hier nochmal eben so ein bisschen zugucken. Und, ja, man sieht halt hier diese Big Fights. Und man sieht jetzt hier auch gerade, wie die Gegner, die das ja alles einnehmen. Ich weiß zwar jetzt hier nicht, was dieser Typ hier macht, ja. Das ist halt wieder sowas Dummes. So eine dumme Aktion, weil er kann nie... Ich weiß nicht, was er versucht. Ich hoffe mal, oder ich denke mal, er wird versuchen, die gegnerische Base einzunehmen. Das wird er aber nicht halt schaffen. Das wird er nie im Leben schaffen, weil, ja. Wir haben verloren. Ja, das war eine Runde von Dings. Das ist, wird wahrscheinlich, oder denke ich mal, sehr wahrscheinlich Free-to-Play werden. Aber man kann halt hier sehen, das ist hier halt dieses Gold. Und das ist diese normale Anzahl, dieses normale Geld, was man erspielen kann, Silber. Und dann gibt es noch diese Commander-XP und einmal noch, wie heißt die andere XP? Unit-XP, da. Und, mit diesen XP kann man natürlich seine Sachen aufwerten und ja. Ich werde jetzt echt einmal alles ein bisschen zeigen, ja. Und zwar gibt es hier verschiedene Commander. Also, ja, Commander nennt man die und dann die haben hier verschiedene Klassen. Da ich halt bis jetzt nur mit Julius Caesar gezockt habe, habe ich mit ihm halt schon Tier 2, mit den anderen leider noch nicht. Deswegen habe ich bei ihnen noch Tier 1. Und es gibt halt diese drei Hauptlegionen. Ich weiß nicht, ob da halt Rom. Ich weiß gerade nicht, was das ist. Rom, keine Ahnung. Und Barbaren sind das, glaube ich, hier. Weiß ich aber gerade leider nicht. Es tut mir sehr leid. Und diese haben halt alle diese unterschiedlichen Fähigkeiten. Er ist halt, oder der Germanicus ist halt Assault und Heavy. Der greift dann halt an und ist wahrscheinlich langsamer. Dann gibt es halt noch diese Defenses und Heavy. Und dann gibt es hier natürlich auch Assault Kavallerie. Das ist dann wahrscheinlich mit mehr Pferden, ja. Und natürlich dann, ja, es gibt halt, die haben halt hier alle ein mehr Klassen. Ah, hier, das sind Barbaren, ne? Das ist hier natürlich Rome Empire und das ist, griechisch ist das, okay, Greece. Ja, dann kann man seinen Commander auswählen und dann hat man hier diese Baracken. Ich bin jetzt natürlich noch wieder Julius Caesar. Und das sind halt diese zwei Standarddinger, mit denen man anfängt, Tier 1, und kann sich dann hier bis Tier 10 weiter fortarbeiten. Und dann sieht man halt schon Large Ballista, die schießt über die ganze Map, und Large Onager, die schießt natürlich dann auch über die ganze Map. Und dann natürlich Heavy, alles. Und dann gibt es hier natürlich auch noch Kavallerie, und das ist schon alles echt cool. Und ja, dann kann man sich hier, das sind diese Unit-Dings, Points, das sind dann wahrscheinlich andere, ich weiß es gerade nicht, Missile Infantry, ach, das ist hier nicht, das hier ist Speerwerfer und das hier ist Speerstecher, keine Ahnung, das sind auf jeden Fall beide, das hier sind so diese Wurfgeschosse, Speere. Das sind eigentlich auch Speere, also das sind beide Speere, nur sie greifen Nahkampf halt damit an.
Und ja, jedes, wenn man hier sehen kann, hier rechts hat jedes Team, jede Armee, jede Einheit hat halt hier seine eigenen Ausrüstungen, die man natürlich noch ausrüsten kann. Und man wird die auch brauchen, diese Ausrüstungsgegenstände. Man muss die upgraden, weil sonst kann man hier leider nicht die nächstes Tier erreichen. Das muss man machen und ja. So, diese Italian Swordsmen, die haben jetzt zum Beispiel 234 Unit XP. Und dann kann ich jetzt hier sagen, hier soll mir vom italienischen Schwertmann abgezogen werden, die XP. Und dann habe ich die halt und musste jetzt natürlich noch kaufen. Ich habe 11.000, also kann ich mir locker leisten. Und jetzt hat der einen neuen Helm. So, sage ich auch noch hier, komm, holst du dir auch noch den besten Helm. Jetzt haben die den besten Helm und beste Rüstung und bla bla bla. So, aber warum kann ich mir jetzt noch kein Dings, die nächste Tier bekommen? Das liegt natürlich daran, dass ich mein Commander XP hier leider noch nicht hoch ist und deswegen, ja, kann ich hier leider noch nicht upgraden. Werde ich aber bestimmt bald können und ja. Ich kann natürlich hier auch hier mein Commander XP hier oben, kann ich natürlich hier auch upgraden und sagen hier, der soll Schnelligkeit, mein Gott, Schnelligkeit erhöhen und natürlich auch die Zielgenauigkeit kann ich auch nochmal erhöhen. Und das ist doch dann ziemlich gut, finde ich. Und ich glaube sogar, ja, genau. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier die neue Stufe von denen kaufen. Die kosten 356 und ja, jetzt habe ich die natürlich. Und im Moment da Tier 3. 160. So. Jetzt habe ich hier schon neue Tier 3. Jetzt werde ich die wahrscheinlich auch mal eben removen, weil natürlich, warum soll ich Tier 2 haben, wenn ich Tier 3 habe? Und jetzt kann ich natürlich hier für Gold, wird es wahrscheinlich geben, das wird halt auch einfach ein Kaufgrund sein, weil es halt wahrscheinlich Free-to-Play werden wird, werden die natürlich hier mit viel Gold arbeiten. Das kann man sich kaufen. Ich kann mal eben schauen. Na, leider kann man hier nicht noch nichts kaufen. Man kriegt es halt bei der Closed Beta. Kriegt man das halt irgendwie so kostenlos. Keine Ahnung. Ich hatte auf jeden Fall übelst viel. Und man kann sich natürlich hier auch dann hier neue Farben kaufen für die Leute, weil man kann die auch noch anmalen und sowas. Und man kann, das finde ich ganz cool, man kann dieses Gold oder beziehungsweise man kann die XP in Gold umwandeln da, und dann hat man halt mehr Gold. Das finde ich halt eigentlich cool. Beziehungsweise man kann die also das ist halt echt ein bisschen kompliziert. Also man kann die XP halt irgendwie konvertieren und das ist halt gerade so ein bisschen kompliziert. Das alles hier so gerade mal eben auf bla 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 zu erklären. Und ja. Zum Beispiel brauche ich hier ein You need to unlock the required piece. Was muss ich denn hier anlocken? Ach, guck mal. Tier 2. Guck mal, mache ich das mal. Und jetzt habe ich zum Beispiel hier ihn auch noch nicht. Okay. Moment. Lass mich den mal kaufen. Genau. Und dann. Okay, kann ich nicht. Okay. Schade. Habe ich gerade versucht, ein bisschen. Naja. Funktioniert gerade irgendwie alles nicht, was ich so vorhabe. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel für 4000 Gold, mache ich mal. Obwohl, nee, mache ich nicht. Aber könnte ich jetzt einfach hier eine neue Einheit kaufen. Und das ist halt das ganze System. Es ist halt free to play und noch gerade in der Closed Beta. Aber ich kann es wirklich empfehlen, weil es halt wirklich sehr cool ist. Macht halt echt Spaß, wenn man denn mal dann den Dreh raus hat und richtige Taktiken hat und sowas, bla bla bla. Aber wenn, dann hat man das echt cool drauf und das finde ich sehr gut. Ja. Und hier kann man nochmal hier den ganzen Stammbaum sehen von den Einheiten.
diese Leute, die halt ohne irgendwelchen Leitfäden sind, das sind halt diese Premium-Dinger, die kann man sich kaufen. Ich habe mir zum Beispiel mal bei Tier 2 habe ich mir dann den Raytheon Auxiliary gekauft. Den fand ich aber kacke, weil der war total langsam. Und jetzt gibt es hier zum Beispiel den Germanic Scout und Tarentine Cavalry und Auxiliary Cavalry. Und hier gibt es dann noch den Paladin, Auxiliar Palatina. Und ich glaube, guck mal, das ist glaube ich sogar der letzte Premium-Ding hier. Vor Tier 10. Ja, das ist der letzte Premium-Ding. Ja. Und ja, hier gibt es sogar Military Dogs und also, das macht schon echt alles Spaß. Das finde ich auch sehr geil. Und, aber ohne Scheiß, ich hatte mal in einem Dings, hatte ich glaube ich schon mal so einen, der hier dieses Small Honor Gas hatte. Oder das hier, diese Immunes. Die waren echt hart. Also ganz ehrlich, die konnte man nicht platt kriegen. Das war schon richtig krass. Und, ja. Also, die sind schon echt heftig. Da muss man schon echt wieder Onaga haben, um die dann zu zerstören. Naja. Ich hoffe, euch hatte dieses Video gefallen. Die letzten Minuten waren zwar nur noch Talk und ein bisschen Erklärung, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und schaut nächstes Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Angespielt. Da werden bestimmt noch ein paar schöne Titel kommen, die ich hier zocke. Und ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag und ja. Tschüss!